Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Zero, die Maske der Mondfinsternis. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben und es ist wieder ein... Ich werde es nicht sagen. Es ist kein Weilchen her, nein. Alter. Steuerung. Okay. Untersuche das Sprechzimmer. Ja. Karte. Ich weiß nicht mehr ganz, was wir machen müssen. Und wie die Steuerung ist. Wie immer quasi. Dahin. Hier lang irgendwie. Okay. Ja, im letzten Part gab es ja ziemlich heftigen Jumpscare. Und wir haben, war das das Sprechzimmer hier? Oh, shit. Wir haben mehr über diese Mondkrankheit erfahren, die quasi hier viele Leute auf der Insel und in der Umgebung geplagt hat. Oh, fucking dang it. Dein Ernst, Alter? Okay. Der Puppe. Das ist so ein Seetas oder sowas. Auf dem Tisch liegen mehrere Medizinflaschen und Spritzen. Ja, das kennen wir ja schon. Aber irgendwo hier soll... sollte auch ein Item sein. Haha. Patientengespräch, Takashi Aiba. MLS und der Mond. Okay, das ist doch Mondlichtsyndrom oder so. MLS. In leichten Fällen, ja, Tatsache. Das Mondlichtsyndrom ist, verlieren Patienten Bruchstücke ihres Gedächtnisses und weisen Schlaf an Verhaltensmuster auf. Ja, das wissen wir. Charakteristisch dabei ist, dass die Symptome sich mit der Zu- und Abnahme des Mondes ändern. Okay, es ist wirklich von den Mondphasen abhängig. Der Schutz der Patienten stabilisiert sich bei Vollmond, aber sie neigt dazu, nachts draußen auf der Suche nach dem Mondlicht herumzuwandern. Bei abnehmendem Mond ängstigen sie sich und werden instabil. Daher wurde das MLS früher als Mondsucht oder Schlafwandeln bezeichnet. In schweren Fällen des MLS verlieren die Patienten ihr Gedächtnis fast vollständig und werden von Fenstern und Dächern angezogen, als ob das Mondlicht sie zu sich rufe. Und wenn sie dann ins Mondlicht getaucht sind, baden sie darin, als ob sie dadurch, wenn auch nur für einen flüchtigen Moment, ihr Gedächtnis wiedererlangen würden. Die Menschen, die ihr Gedächtnis verloren haben, blicken immer zum Mond empor. Ein Symptom wie dieses kann natürlich in einzelnen Fällen auftreten, aber es ist schwer zu erklären, wenn es wie hier bei einer ganzen Gruppe von Menschen vorliegt. Da diese Krankheit im Kulturkreis der Rogetsu-Inseln eigen ist, könnte sie eine Verbindung zu den Glaubensvorstellungen oder dem Klima der Inseln haben. Ja, es ist halt bestimmt eine sehr interessante Krankheit, aber es geschieht halt nur auf den Inseln hier. Somit ist es wahrscheinlich für die allgemeine Forschung und Medizin sehr uninteressant. Okay, wir kommen hier durch. Assistent versteckt etwas. Hi. Also Lichteffekte im Spiel gefallen mir sehr gut. Oh, wieder ein paar Masken. Ich hätte gern... Ja, scheiß drauf, Alter. Ich hätte gern den anderen Weg genommen. Kannst du hier durch? Schachtel verziert mit... Was? Mit riesigem Mond. Durch bewirkten Mond, durch einen Mechanismus verschlossen. Die Mondphasen und zwei Schlitze sind eingeschnitzt. Blauer Geisterstein. Mittlerweile musste ich doch einen Haufen haben. Schon, oder? Oder habe ich die letztens verwendet? Ja, ich glaube, um die Kraft aufzubauen. Zubehör, Geistertaschenlampe. Funktionen zu. What the fuck? Mehr Objekte ausrüsten und zwischenziehen zu wechseln. Ich
Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber ich habe irgendwas auf unsere Taschenlampe gesetzt. Wir können uns mal noch das Item ansehen. Sich irgendwas befindet. Okay, können wir nichts mitmachen. Naja. Okay, Notiz von Haibaras Assistenten, die Nummer 3. Die Tage vergehen und wir setzen... Ach stimmt, das war doch der, der sich gefreut hat, hier in der Klinik zu arbeiten. Okay, die Tage vergehen und wir setzen unsere Bemühungen fort, das Mondlicht-Syndrom zu behandeln. Oh, 7 Seiten. Es sieht so aus, als ob Dr. Haibaras Behandlungsmethoden anschlagen, aber sie entfernen sich immer mehr von wissenschaftlicher Fundiertheit. Also ein kranker Typ, der aber irgendwie Erfolge feiert. Ich bin ehrlich gesagt ratlos. Er setzt immer mehr Gewicht auf seine eigentümlichen Behandlungsmethoden, die Gebräuche der Insel und traditionelle Behandlungen. Besonders die makabren Apparate, die er verwendet, würde man in keinem anderen Krankenhaus jemals antreffen. Was mich noch mehr befremdet hat, sind die seltsamen Ausdrücke, die in dieser Klinik gebraucht werden. Das sind keine medizinischen Fachausdrücke. Zum Beispiel weisen Patienten, bei denen die Krankheit bis zum mittleren Stadium fortgeschritten ist, Angst vor reflektierenden Oberflächen wie Spiegeln oder Wasser auf. Ihrem Benehmen nach zu urteilen, sehen sie statt der Reflexion ihrer Gesichter für einen Moment etwas völlig anderes. In der Folklore der Insel nennt man dieses Phänomen Knospen. Statt eines medizinischen Fachausdrucks verwendet das Personal der Klinik diesen Ausdruck praktisch täglich. Die Leute hier fürchten sich besonders vor einem Symptom namens Erblühen. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, aber wann auch immer dieses Wort fällt, werden die Umstehenden kreidebleich. Anscheinend sieht die Patienten das Gesicht einer knospenden Person, das nur sie sehen können, worauf sie selbst knospen. Okay. Dem Klang des Wortes nach zu urteilen, geht es über bloßes Knospen hinaus. Wenn jemand das Gesicht eines Patienten mit schwerem Mondlichtsyndrom erblickt und sich die Krankheit dadurch überträgt, nennen sie das Nachhall. Ob es das ist, was sie damit meinen? Es ist nur schwer vorstellbar, aber vielleicht gibt es eine ansteckende Form des MLS. Und überhaupt, was ist dieser Ritus, den ich für Dr. Ibarra ab morgen vorbereiten soll? Nur für eine Behandlungsmethode? Was soll ich tun? Ich fühle mich dabei gar nicht gut. Och nee, hat er versucht hier irgendwie eine Behandlungsmethode zu finden und dabei irgendein eigentümliches Ritual gemacht, irgendwie, was dann am Ende schiefgelaufen ist oder so? Wir sehen uns die andere Seite auch noch an, keine Angst. Ja, screw this, wir sehen uns die andere Seite zuerst an. Fickt euch. Wirklich. Ja, das Gebiet ist groß. Das gefällt mir. Das ist wirklich ein bisschen wie der erste Teil und wie die anderen Teile. Von der Project Zero-Teil, mit dem ich bisher am wenigsten zu tun habe, ist ja der dritte. Da muss ich mich auch nochmal mit auseinandersetzen. Vielleicht nochmal ein einzelnes Video. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Ah. Hotspot, der abnehmbare Mond. Aha. Kräutermedizin. Ja, der ist so sehr, sehr viel Shit. Was? Türenspinde sein Zugriffsfeld und öffnen sich nicht. Weihwasser. Auch noch. Okay, ich bin sehr froh, dass wir zurückgegangen sind, weil diese komische Platte wird wahrscheinlich auch wichtig sein. So. Weil da scheint es ja wieder nach unten zu gehen. Da sehe ich mich lieber vor. Roter Geisterstein. 5 Stück. Ja, gut. Okay.
Wäre sinnvoll, wenn wir unsere Taschenlampe noch ein bisschen aufbauen könnten, aber im Moment. Zocker Albara läuft vorbei. Alter, bist du riesig. Was geht? Okay, da ist was. Ich schätze mal, das ist sein Zimmer. Okay, hier ist noch mal was. Okay. Notizen von Direktor Halbara. Ich gehöre einer langen Anreihe an, die die Festriten dieser Insel über Generationen hinweg bewahrt hat. Gleichzeitig habe ich mich aber auch als Arzt mit dem Mondlichtsyndrom, MLS, auseinandergesetzt. Während ich einerseits die Lehren der Halbara-Familie bewahre, habe ich gleichzeitig eine Klinik für die Behandlung von MLS-Patienten errichtet und die Krankheit von ihrer medizinischen Seite erforscht. Ich glaube, dass meine Aufgabe ist, das Mondlichtsyndrom durch eine Verbindung von Tradition und Wissenschaft zu erforschen. Ganz miese Idee, Alter. Ganz miese Idee. Einst ergründeten die Bewohner der Insel die Psyche mit ihren ganz eigenen Methoden. Die Masken des Kagura sind eine davon. Indem das Gefäß beim Kagura die Maske trägt und die Musik. Ach, wenn du allein schon Gefäß, ne? Nee, das wird safe im Ritual. Und die Musik hört, verliert es sein Selbst. Die Masken der Instrumente halten einen Rhythmus aufrecht. Das Tragen der Masken stimuliert verschiedene Regionen des menschlichen Gehirns. Das ist wirklich ein faszinierendes Phänomen. Die Masken sind ein effektives Mittel, das Potenzial des Gehirns zu ergründen. Okay, sie öffnen den Weg zu einem Gebiet, das wir bisher kaum angetastet haben. Einer der Orte, zu denen mich dieser Weg geführt hat, ist die frühere Form, nein, die eigentliche Form des Rugetsu Kagura, der Ritus der Heimkehr. Ein mächtiges Mittel, um bis zum Abgrund der Psyche zu gelangen. Jedoch, da der Ritus der Heimkehr jene schreckliche Katastrophe herbeigeführt hatte, war er lange Zeit absolut tabu. Die Überlieferung nach war die Katastrophe furchtbar, aber um das Mondlichtsyndrom zu überwinden, muss das Tabu gebrochen werden. Wieso? Das Mondlicht, was? Die Mondlichtfinsternis findet nur einmal alle 10 Jahre statt. Wenn wir sie ungenutzt verstreichen lassen, verpassen wir unsere einzige Chance. Uns bleibt keine Zeit mehr. Oh, das ist eine großartige Idee. Flüchtlinge, Akten und alte Briefe und Schläge. Ja, beschwöre noch größeres Übel auf. Ich habe bisher tatsächlich einen kleinen Kritikpunkt am Spiel. Das ist nicht böse gemeint. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es sage, aber der Soundtrack gefällt mir bisher nicht gut. Ich meine, es ist atmosphärisch, ja. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, dass ich bisher diesen selben Ambient-Sound schon seit Ewigkeiten höre. Und die Übergänge zwischen den einzelnen Soundtracks sind jetzt auch nicht so gut. Also ich weiß nicht. Zunehmender Mond. Mithilfe der zu- und abnehmenden Mondplatten hat sie sich geöffnet. Okay, darauf steht dann nochmal so Wörter, die ein Teil eines Kurzgedichts aussehen. Der Rot des Projektors. Okay. 2 mal 7 Tage. Was? Vom neuen Mond bis zum vollen. Noch eine Nacht später und auch das Quartal wird voll. Das ist ja Rätsel Notiz. Ja, erstmal, ne? Muss ich. Dude. Thank you.
Wo zum Fick ist dieses Rätsel? Dieses komische Teil. Löse das Rätsel der kryptischen Notiz. Hätte ich da jetzt auf der Notiz was eintragen müssen? Oder was? Weil hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Wir gehen erstmal zurück, würde ich sagen. Also, Karte. Was ist das? Schmaler Bambuspfad. Ach du Scheiße. Das ist hier Unterlagenarchiv. Operationssaal. Oh, ach du Kacke. Ja, okay. Ja. Eine Liste. Stock. Ja, okay, die Notiz. Dokumente. Von der Standuhr, Bücherzimmer, hängende Masken, Schriftstücke. Kryptische Notiz, okay. Büro des Direktors, okay. 207 Tage vom neuen Mond bis zum vollen. Noch eine Nacht später und auch das Quadrat wird voll. Zweimal sieben Tage sind vor. Ja, ne? Das raff ich jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich hab keine Ahnung. Wir gehen erstmal zurück, I guess. Weil da unten konnten wir ja nichts weiter machen. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt hier tun soll. Wahrscheinlich müssen wir irgendwo einen Zahlencode eingeben. Ach nee. Ach nee. Wenn man mir wenigstens ansagen würde, wo ich jetzt hingehen müsste. Hier irgendwas? Eintauschen. Alter, wir sind so fucking rich, Alter. Wir können. Wir können unsagbar viel kaufen. Das ist einfach nur krank. Extra. Na gut, ich geh erstmal hoch. Ich schätze mal, dass das Zimmer vom Direktor irgendwo oben ist. Wenn das nicht eben das Büro unten war, aber was sollten wir da machen? Ich meine, ich konnte auch auf der Notiz nichts eingeben. Ich konnte da auch nichts einzeichnen. Vielleicht haben wir auch einfach noch nicht alle Notizen, die uns helfen würden, das Ding zu lösen. Deswegen gehen wir erstmal wieder hier hoch. Ich habe keine Ahnung. Boah, Bruder, ne. Okay, das ist hier. Andere Türen. Irgendeine, die vielleicht verschlossen ist. Ich hab keinen Plan. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Nee.
Nee, 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 warte mal. Warte. Heilbare Klinik. Ah, erster Stock. Da waren wir ja. Wo waren wir dahin? Heilbare Klinik. Hierdurch waren wir gegangen. Da ging es dann. Da ging zweiter Stock. Kellergeschoss. Da konnten wir doch gar nicht lang. Da ging es doch überhaupt nirgendwo lang. Leichenhalle, Leichenhalle. Was? Der Durchgang zum Ausgang? Wir gehen nochmal zurück. Wir gehen nochmal zurück. Ansonsten schneide ich es raus, weil ich habe legit keine Ahnung, was ich mit der Notiz machen soll. Selbst wenn ich das Rätsel lösen würde, hätte ich keine Ahnung, wo wir hin müssten. Bin ich ganz ehrlich. Alter, ihr Ficker! Oh, wisst ihr, wie lange es her ist, dass ich kämpfen musste? Oh, was für Stricher! Okay, jetzt habe ich mich wirklich erschreckt. Ah, okay. Ist hier irgendwas mit dieser Box? Wisst ihr, warum ich mich so erschreckt habe? Weil ich legit keine Ahnung habe, was ich tun soll. Okay, Alter. Was ich tun soll, dass jetzt Gegner kamen. Wir haben bisher heute noch überhaupt nicht gekämpft. Das war so, boah, und dann laut vor allen Dingen. Es war laut wie Sau. Okay, wir gehen mal wieder ins Büro. Vom Direktor. War das? Nee, das war nicht hier. Das war eins weiter. Ansonsten schauen wir, ob wir da irgendwie ein Schloss öffnen konnten oder so in diesem komischen Gang. Ist hier irgendwie? Nee. Wenn du mir jetzt sagen willst, dass ich einfach nur wieder hier in diese Tür, in dieses Büro hätte reingehen sollen, dann weine ich. Käffchen im Regal steht eine Skulptur eines Mondes, der von Wolken umgeben ist. Wo zum Fick soll ich weitermachen? Ich kann ja doch nicht durch. Löse das Rätsel der kryptischen Notiz. Ja, Bruder, ne? Direktor, was? 4, 3, 8. Ich dachte, ich muss die irgendwie zusammenrechnen oder irgendwas. Ich meine, dieses Quadrat. Was ist das Quadrat? Wird voll. Zweimal 7 Tage vom neuen Mond bis zum vollen. Sprich, 14 Tage. Eine Nacht später und auch das Quadrat wird voll sein. 15 Tage.
Sprich 14 Tage, bis sich er einmond einmal wieder komplett. Ne? Und 15, dann ist es ganz voll. Bis gleich. Okay. Wir sind wieder da. Ich hab's nachguckt. Fickt euch. Dass ich das mal sagen müsste. Ich habe in dem Project Zero Spiel jetzt mal nachgeguckt. Weil, so ganz ehrlich. Ich bin jetzt nochmal die ganze Scheiße abgelaufen. Bin jetzt nochmal hier unten nochmal in diesem Scheißgitter geguckt. Hab jetzt pausiert, hab mir jetzt gedacht, Alter, fick dich. Ich hab nicht die Zeit dafür. Und, hier, das ist es. Wir müssen hier am Schreibtisch gucken, weil hier, ja, ich will abbrechen, weil hier, what the fuck, hier so Drecks Numpad, what the fuck ist das? Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Ich habe aber nicht geguckt, was wir da jetzt eingeben müssen, weil das ist scheiße. Kryptische Notiz, okay. 2x7 Tage vom neuen Mond bis zum vollen. Ja, das ist Quadratus an. Das macht überhaupt keinen Sinn. Zweimal 7 Tage, sprich 14, noch eine Nacht. Das ist what the fuck? Oder muss ich das am Ende zusammenrechnen? Komm, machen wir mal, rechnen wir es mal zusammen. Oder nee. Nee, das geht ja überhaupt nicht. 14, 1. Da habe ich die falschen Zahlen eingegeben. Ja, was soll ich denn machen? 15, 0? Weil. Kann ich das Scheiße irgendwie resetten? Ach so. Gott im Himmel, was ist das denn? Überhaupt nicht. Ich hab da alles nur keine Lust drauf. 2x14 Tage. Gib mir die Notiz. Ey, wahrscheinlich ist das so, dass ihr jetzt denkt, ey, das ist doch voll einfach, das ist doch hier richtig bla bla, keine Ahnung. 2x7 Tage bis zum neuen. Nee, was? 2x7 Tage vom neuen Mond bis zum vollen. Noch eine Nacht später und auch das Quadrat wird voll sein. Was? Was? Was für ein Quadrat? Du meinst das jetzt hier? Diese drei Zahlenreihe oder was? 2x7. 7 Tage. Das sind 14. Oder muss ich das so hier? 2, 7, 1 oder was? Muss ich das so machen? Weil da die Nummern drin sind. 2, 7, 1. Das ist die Übersetzung einfach. Ach ja, das Quadrat wird voll sein. Oder 2, 7, 4. Ist es einfach scheiße übersetzt? Nee. Gut. Ich weiß nicht, wie man auf die Lösung dieses Rätsels kommen soll. Ich habe keine Ahnung, wie man auf diese Zahlen kommt. Es ist mir logisch, ist es mir nicht verständlich. Aber ich hab's nachgeguckt. Haha, ich musste nachschauen. Freut euch, ihr dummen Hater. Es ist mir Latte. Ich bin einfach nur sauer, weil ich finde das nicht nachvollziehbar. Ich finde es nicht verständlich. Für mich, ich habe nichts davon verstanden.
Das Geräusch kam von hier. Feind, das ist ja. Im ersten Teil habe ich die Rätsel wenigstens gerafft. Ja, gut, dass du die Tür vorher nochmal zugemacht hast. Du weißt, dass der Typ insane war. Du solltest dich eigentlich nicht wundern über irgendwas, was der hier im Geheimen gemacht hat. Deswegen, merkt ihr, was ich an der Musik kritisiere? Jetzt auch wieder dieser plötzliche Umschwung. Das gefällt mir nicht. Tschüss. Ciao, Diggi. Hier sind überall. Ja, die Notizen werden wahrscheinlich wichtig. Ich hab doch schon weggezogen, du Hund. Was willst du? Auf dem Bett liegt ein altes und eigenartig aussehendes Gerät. Verdammt, was hat Direktor Ibarra hier nur getan? Ich denke, das werden wir gleich erfahren. MLS, Forschungsaufzeichnungen. Ja, ein zerfleckter Aktenordner. Okay, die besten Heilungsaussichten versprechen wir uns im Moment von chirurgischen Eingriffen. Ach echt? Wenn das deine besten Behandlungsmethoden sind. Konkret heißt das, wir öffnen die Schädeldecke, um einen Teil des Gehirns zu entfernen oder es unmittelbar zu stimulieren. Zu Beginn gestaltete sich diese Methode sehr schwierig und erforderte einige Experimente, aber nach und nach ernteten wir erste Erfolge und es kann nicht mehr lange dauern, bis wir eine wirksame Behandlungsmethode gefunden haben. Okay, jedoch gab es vor kurzem einen Fall, bei dem die Behandlung anzuschlagen schien, der dann aber doch tragisch endete. Der Patient verlor sein Gedächtnis, wurde innerlich leer und starb schließlich. Und sein Gesicht war eigenartig verzerrt. Das Gesicht wurde auf der Stelle geerntet. Ich frage mich, ob das ein Vorbote des Erblühens war. Wir werden die Erforschung einer chirurgischen Behandlungsmethode fortsetzen, aber das Erblühen muss um jeden Preis verhindert werden. So eine Katastrophe, wie der Tag der Erlösung, von dem die Sagen unserer Insel berichten, darf sich niemals wiederholen. Ja, ja. Ah, na dann. Hä? Warte mal. Does this even make sense? Ja, okay. Na, was hat der gute Doktor hier nur gemacht? Du bist mit deinem Erdhaufen versperrt. Hey, gib mir das Item. Digga, ich weiß, dass hier ein Item ist. Gib. Oder auch nicht. Scheint. So.
Okay, wieder irgendwas, was ich nicht lesen kann. Ja, haben wir anscheinend auch das Kapitel durch. Willst du speichern? Ja, bitte. Hier ist von Ruka, das können wir mal wegmachen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Ich hab keine Phase 3 für noch einen Attack beendet. Wieder Geschoss. Gleich im Menü schließen. Ja gut, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Ciao. Ich fand das jetzt nicht so geil. Also das Kapitel hat mir nicht so gefallen. Ciao.